Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Daniel Sauer, dem Kanal für sichere und rentable Geldanlagen. Ja, wir sind zurück mit dem Oktober-Special. Ich habe ja angefangen vor ein, zwei Wochen mit dem Thema Silber, Differenzbesteuerung aufgehoben. Das war diese Nacht- und Nebelaktion, die ja dann doch ja, genau so eingetreten ist. Ja, und wo viele gesagt haben, das kann nicht sein. Nein, ja, leider, es ist so. Wo die Preise über Nacht 12, 13, 14% höher gegangen sind, wo wir dann natürlich auch durch Steigerungen am 3. Oktober nochmal 8, 9% zugelegt haben. Also wirklich von Freitag auf Montag 20% Verteuerung. Von heute auf morgen, das war mein erstes Video, dann ging es ja weiter mit dem Goldthema. Wie entwickelt sich Gold? Kommt eventuell eine Mehrwertsteuer? Meine Eindrücke. Und heute, weil ich ja auch ein Fan bin von Diversifikation, mit einem ganz, ganz wichtigen Thema, weil wir gerade mit dem Thema Umverteilung zu tun haben. Also ich sage mal, wir stehen vor einer massiven Vermögensumverteilung, es stehen Dinge im Raum, Lastenausgleich, Vermögensabgabe und so weiter. Die Menschen suchen immer nach weiteren Lösungen, um ihr Vermögen noch breiter aufzustellen, um ihr Vermögen letztendlich noch weiter abzusichern. Und vor diesen Verwerfungen, auf die wir zurasen, ja, in einem Tempo, was ich auch nicht für möglich gehalten hätte, noch vor 2, 3 Jahren. Und wie kannst du von der Umverteilung profitieren? Wie kannst du dich möglichst sicher noch breiter aufstellen? Und hier kommen wir zu dem Thema, was du im Mainstream definitiv nicht erfährst oder überhaupt nicht, was im Mainstream nicht besprochen wird, weil es ist ein sehr kleiner Markt, der sich hier vorfindet. Die Rede ist von Industriemetallen und seltenen Erden. Und warum ich die langfristig für hochinteressant und wichtig halte, das und vor allem auf welche Fallstricke du achten musst, also konkret auf 5 Fehler, die du vermeiden solltest, sonst kann es teuer werden, das erfährst du wie immer nach einem ganz kurzen Intro. Ja, starten wir direkt mit dem ersten wichtigen Punkt, ja, auf was du achten solltest beim Kauf von Industriemetallen und seltenen Erden. Du solltest dir auf jeden Fall umfangreiche Informationen einholen, auch bei dem Händler. Und hierzu habe ich ja auch in der Vergangenheit 2, 3 Videos gemacht und ich werde hier nochmal ein Video einblenden, wo ich im Detail auf Industriemetalle eingehe, wo ich auch auf 2, 3 Industriemetalle eingehe, die besonders wichtig sind und warum die gerade jetzt wichtig sind. Weil wenn man so ein Portfolio aufbaut, ist es ja wichtig, was ist langfristig interessant, auf was muss man achten, was wird nachgefragt, ja. Und da spielen uns natürlich auch erneuerbare Energien oder verschiedene andere Technologien in die Hände im Moment, wo wir auch massive Preissteigerungen hatten die letzten 12 Monate, wo wir natürlich oder unsere Mandanten auch erhebliche Gewinne abgeschöpft haben und das nach 12 Monaten auch steuerfrei. Aber du solltest dir wirklich umfangreiche Informationen von den Händlern holen. Das ist ganz, ganz wichtig, vor allem, welche Metalle entwickeln sich voraussichtlich die nächste Zeit besser als andere. Ja, der zweite Punkt, auf den du achten solltest, finde seriöse Händler. Weil seriöse Händler machen dich auf 3 folgende Punkte aufmerksam. Und zwar, befinden sich die Rohstoffe in Originalgebinden? Glaub mir, ich mache das seit knapp 10 Jahren und ich habe schon wirklich einiges auch von Mandanten, die hier am Tisch saßen, erlebt. Die wollten dann Rohstoffe verkaufen und das war nicht in Originalgebinden. Und der Händler hat gesagt, naja, wir haben erhebliche Abschläge. Was ja logisch ist, weil die Industrie verarbeitet ja nur ganz bestimmte Metalle. Und die sollten sich natürlich auch in einem Originalgebinde befinden, die auch von der Industrie bekannt sind. Und wenn dann plötzlich jemand kommt, der dann lose Ware hat, ich will dir ein Beispiel geben, du kannst 1 Kilo Gold kaufen mit der besten Reinheit 999,99 beispielsweise. Du hast aber auch das gleiche Feingewicht, beispielsweise wenn du 70 Gedenkmünzen kaufst mit einem Silbergehalt von 925, also formaljuristisch korrekt. Ja, also du hast wirklich da auch 1000 Gramm Feinsilber. Aber es ist halt völlig unterschiedlich. Hier hast du den Baren, ja,
womöglich noch im Originalgebinde ordentlich verpackt und auf der anderen Seite, was völlig in Ordnung ist, 70 Gedenkmünzen. Aber es sind trotzdem, wenn du es industriell verarbeiten musst, ja, sind es dann doch himmelweite Unterschiede. Auf die musst du hingewiesen werden, weil der Händler sagt dann unter Umständen, naja, nicht Originalgebinde, wir können es nicht nutzen, wir müssen es neu einfassen, wir müssen es einschmelzen, wir müssen es bewerten lassen und wir zahlen dann halt 50% weniger. Ja, ganz, ganz elementar wichtig. Dann, was ich eben auch schon mit erwähnt hatte, ein Unterpunkt, haben die Rohstoffe Industriequalität. Elementar wichtig. Und ist der Weiterverkauf gesichert? Hast du einen Händler, ein renommierter Händler, der auch Kontakte hat zu Industriekunden, die das auch nachfragen und nicht nur einmal im Jahr 10 Kilo, sondern sehr, sehr viel nachfragen, ja, beispielsweise Chiphersteller oder beispielsweise Windkraftparks oder, also wirklich Händler, die täglich diese Industriemetalle benötigen. Ganz elementar wichtig. Und wenn der Händler diese Kontakte nicht hat, dann lebt er natürlich immer nur von neuen Kunden, die diese Metalle nachfragen oder dem er diese Metalle verkaufen muss, weil andere Kunden die Metalle loswerden möchten. Wir haben das schon erfolgreich gemacht. Wir haben an die Industrie über unseren Partner natürlich verkauft. Die letzten 3-4 Monate, auch hier habe ich ein Video gemacht, wo meine Mandanten teilweise bis zu 600% Gewinne gemacht haben in einem Zeitraum von bis zu 2 Jahren. Und nach einem Jahr haben die auch steuerfrei die Gewinne erhalten. Also nach einem Jahr, ähnlich wie bei Gold und Silber, ist das Ganze steuerfrei. Der dritte wesentliche Punkt: Kannst du dir als Kunde die Industriemetalle in deinem Depot individuell, prozentual zusammenstellen? Also beispielsweise, du hast jetzt einen Anbieter, der hat 10, 15 Metalle, unter anderem Gold, Silber, Platin, Palladium, hat eventuell auch Industriemetalle im Angebot, dass du ganz klar sagen kannst, ich hätte gern 5% von dem, 7% von dem und so weiter, am besten sogar noch mit Beratung. Von einem Profi, der dir auch Tipps geben kann. Das ist auch wichtig, weil es gibt auch 1-2 Marktbegleiter, die sagen, wir haben da so Warenkörbe und dann hast du da entsprechend 10.000 Euro und wir haben das zusammengestellt und man weiß wirklich nicht hundertprozentig, wie ist das verpackt, ist das Originalgebinde, ist es Industriequalität? Ja, denk an das Beispiel 1 Kilo Silberbarren zu 70 Gedenkmünzen mit 9,25er Silber. Ich denke, das erklärt das ganz gut. Weil ich habe diese Menschen schon hier am Tisch sitzen gehabt, die haben die Ware nicht losbekommen oder wurden beschwichtigt, über Monate, teilweise Jahre und wurden immer wieder angehalten, die Metalle weiter zu behalten. Und weil halt nicht das Originalgebinde vorhanden war und weil die Industriequalität nicht gegeben war. Und wem willst du letztendlich dann diese Metalle verkaufen? Wir reden nicht von der Schweizer Freneli, wo du zum Nachbar gehst und sagst, hier, ich habe eine Schweizer Freneli, kannst mal schauen, bei eBay oder bei einem anderen Händler, gib mir x Euro, es ist nachvollziehbar, es ist auch fungibel, sondern hier brauchst du absolute Spezialisten, die sich auskennen und die auch die Kontakte haben zur Industrie. Ansonsten machst du hier Fehler, die dir teuer zustehen kommen. Und auch, wie gesagt, diversifizieren, also nicht alles auf eine Karte. Also wenn jemand sagt, du hast 20.000 Euro und jetzt bitte alles in Industriemetalle, auf gar keinen Fall. Das sollte auch ein Profi dir helfen bei der Zusammenstellung. Aber du solltest auch frei entscheiden können, was du, wie gesagt, kaufst. Dann wichtig, ganz wichtig, passende Lagermöglichkeiten. Es macht hier keinen Sinn, wenn du jetzt Indium oder Gallium bei dir im Wohnzimmerschrank aufbewahrst, um das dann irgendwann an die Industrie zu verkaufen. Das macht überhaupt keinen Sinn, wie eben auch schon in Punkt 2 besprochen, weil du musst ja, wie gesagt, die Zertifikate haben und. Also die Industrie fragt ja ganz klar spezielle Produkte nach. Und du hast natürlich die Mehrwertsteuer und auch die Zollgebühren, die du natürlich einsparst in dem Industrielager, im Sicherheitslager. Und du hast damit auch einen Händler, wie schon eben erwähnt, der direkte Kontakte hat
zur Industrie. Also von daher ist es ganz wichtig, auch hier die Metalle einzulagern. Und last but not least, der fünfte wichtige Punkt, du solltest ja, einen Händler nutzen, der auch seinen Firmensitz hat, außerhalb dieser Haftungsunion. Das ist auch meiner Meinung nach noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ja, das war's mit den fünf Tipps, auf die du achten solltest, wenn du in die Industriemetalle investierst. Ja, meine Frage an dieser Stelle an dich, hast du Industriemetalle beziehungsweise interessierst du dich für Industriemetalle oder hast du dich damit schon auseinandergesetzt? Schreib es mir einfach in die Kommentare und vor allem ein Tipp von mir, trag dich unbedingt auch in meinen Newsletter ein, weil ich hier gerade eine Aktion laufen habe und dass du auch die Möglichkeit hast, dich hier über eine Möglichkeit zu informieren, die definitiv diese fünf Punkte, die wichtig sind, gewährleisten. Wenn dich das interessiert, dann, wie gesagt, trag dich einfach ein. Abonniere auch den Kanal Daniel Sauer, damit du auch in Zukunft keine wichtigen Videos wie diese verpasst. Das war's in diesem Sinne. Alles Gute bei deinen sicheren und rentablen Geldanlagen. Herzliche Grüße aus Eichenzell, dein Daniel Sauer. Hallo, glaubst du, das Finanzsystem, wie wir es kennen, geht den Bach runter? Herzlich willkommen im Club. Das ist genau auch meine Meinung. Ich kann dir zwei Gründe nennen, warum das so ist. Der erste Grund ist, wir haben seit Jahren Null- und Negativzinsen und somit wird dein Geld immer weniger wert. Der zweite, aber noch wichtigere Grund ist, es wurden Enteignungsparagraphen installiert, die aber leider viele Menschen überhaupt nicht kennen. Und jetzt, ich habe das überprüft, es gibt zwei Gruppen von Menschen in solchen Phasen. Die erste Gruppe, das ist die Masse an Menschen, die verliert Kaufkraft in diesen Momenten. Das heißt, das, was sie sich aufgebaut haben über die Jahre, verfällt. Ja, das heißt, die Kaufkraft schwindet komplett bis hin zur kompletten Vernichtung. Und die zweite Gruppe an Menschen, eine kleine Minderheit, das sind so 4-5%, die haben in diesen Marktphasen, das kann man über Jahrhunderte nachschauen, haben die Vermögen aufgebaut, haben nicht nur das Vermögen gehalten, sondern haben in diesen Phasen auch extrem profitiert. Und die Frage ist doch jetzt, zu welcher Gruppe möchtest du gehören? Zu der Minderheit, ja, die letztendlich Vermögen aufbauen, oder zu der Gruppe von Menschen, die ihr Hab und Gut verlieren? Du hast es in der Hand und mein Tipp, mach es doch einfach wie die Hochfinanz. Und wie die Hochfinanz das Ganze praktiziert, seit Jahrhunderten, das kann ich dir sagen. Hierzu habe ich ein Webinar aufgebaut. Das dauert 30 bis 40 Minuten und in dem Webinar erfährst du exakt die Schritte, die du tun musst, um es genauso nachzumachen. Ich würde mich freuen. Herzliche Grüße hier aus dem schönen Eichenzell. Dein Daniel Sauer.